Doc Chock. So, wie sieht's aus, Doc? Ich glaube, ich kann deine einzelne Zeitmaschine reparieren, aber wir brauchen ein paar Ersatzteile. Wie eine Hand. 72-adrige Verbindungsstücke ist total verhunzt. Pfote eines Affen. Ich weiß, wo wir einen Flachs-Kombobulator herbekommen. Mein Ex-Nachbar Lee sollte uns einen neuen besorgen können. Geh zur Amogun Corporation und frag nach Major Lee Solid. Mhm. Ab dafür. Ein Auto habe ich leider nicht. Folge den blauen M-Symbolen auf der Karte. Oh, das sollte ja gleich hier in der Nähe sein. Da ist ein Cowboy-Typ. Was habe ich denn eigentlich noch? Ich habe noch die ganzen Nahkampfwaffen. Ich habe eine hallo. Okay. Kann ich über Zäune springen? Nein, ich kann nicht über Zäune springen. Wir nehmen uns einfach mal den Woody Wagon hier. Und... ups, ich wäre gern in die Richtung irgendwie unterwegs, wenn das möglich ist. Eingesammelt Rüstung. Dass mich die Polizei jetzt sucht, ist, glaube ich, nicht ganz so vorteilhaft. Aber wir düsen einfach... was ist das denn für ein riesen Müllwagen? Ich will auch so einen Müllwagen. Hilfe. Nolan's Arcade? Das ist, nein. Irgendwie so eine Kill-Mission wahrscheinlich. Ninja-Raps. Allein schon diese ganzen Läden hier anzugucken, ist großartig. So. Weiter, weiter. Ich bin gleich da. Hallo. So, wie steige ich denn aus dem Wagen aus? So. Yep. Hi. Okay, yep. Ich bin Lee. Was kann ich für dich tun? Ich brauche einen Flachs-Kombobulator. Sie werden in der Geronimo-Basis unter Verschluss gehalten. Da geht keiner gerne hin. Okay. Aufträge. Von A nach B zu laufen. Von A nach B zu laufen. Zu laufen, bitte. Und dabei wahllose Sachen zu machen, ist meine Spezialität. Okay. Du benötigst Training, bevor ich... oh nein. Wieso sieht der eigentlich aus... die Sache ist, Fokustests haben gezeigt, dass die meisten Spieler dem ersten automatischen Zielerfassungstutorial keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt haben. Deshalb darfst du es gerade nochmal machen. Im Wrestling-Ring. Nimm diese Waffe und mach ihn kaputt. Denk dran, drück und halte X, um zu schießen. Das aktuelle Ziel wird anvisiert, bis du wieder loslässt. So kannst du dich frei bewegen, während... okay. Bal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 
Ach so, ich kann... Bam! Und bam! Ich kann mich also wirklich bam auf die fallen lassen. Okay, das war jetzt eine Combo oder was? Ja, ich glaube schon. Aber ich muss ja ganz ehrlich mal gerade ein großes Lob an die Musik aussprechen. Die ist nämlich super. Sieht so aus, als hättest du es raus. Lass uns für deine Einsatzbesprechung zurück zu meinem Laden gehen. Ab dafür. Okay. Zeit auszurücken. Schleich dich an den Wachen vorbei und versteck dich in einem ihrer Trucks. Wenn du bis zum Truck kommst, ist der Rest einfacher als illegal Hilfsarbeiter über die Grenze zu schmuggeln. Okay, das ist jetzt nicht unbedingt der Vergleich, den ich getroffen hätte, aber wenn du meinst, was ist das für ein hübsches Auto? Okay. Ich fahre einfach mal ganz weit. Ups. Da ist das T-Mobil! Und wir werden gejagt. Okay, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Aber ich hätte gerne wieder Mr. T sein Auto geklaut. Schade. Ich muss nochmal umdrehen. Sorry. Ich muss ein wenig Chaos. Ach so, er ist schon weg. Da war gerade so ein Gitarrist. Dem wollte ich ja ihn homefahren. What the fuck? Das Ding kann feuern? Da ist Brokkoli-Mann. 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 Jetzt ist er wieder weg. Die spawnen, sobald ich aus dem Bild raus bin. Das ist schade. Ich hätte gern Brokkoli-Mann Hallo gesagt. So, in die Richtung. Nicht in die Richtung. Stufe gescheitert, du bist tot. Glückwunsch, du hast verloren. Ja, erneut. Okay, kann ich das auch irgendwie skippen jetzt? Regel 1, fahre nicht ins Wasser. Ich habe meine Lektion... Da ist das T-Mobil! Ah, was tue ich denn? Warum mache ich das immer wieder? So, wir halten uns also ganz lange in die Richtung hier. Ah, fuck my life. Okay. Jetzt mag die Polizei mich nicht mehr. Ist schon mal ganz okay dann. Fahren wir wieder hier unten lang. Und ich wäre trotzdem gerne mal hier geblieben, weil hier irgendwas von wegen Beutesack war. Was sind denn Beutesäcke? Keine Ahnung, wo ich den hier gefunden habe. Na, was soll's. So, da muss ich hin. Los. Geh hinter der Absperrung in Deckung und schleich dich an den Wachen vorbei. Sag Bescheid, wenn du im Truck bist, dann mache ich den Helikopter bereit. Okay. Nimm Schutz hinter einer Absperrung. So wahrscheinlich. Schleichschritt, schleich dich. Wait. 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 Los. Oh oh, die gucken. Jetzt gucken sie nicht. Oh, I did it. Metal Gear. Hebel hier, Lance, lass die Ladung rein. Metal Gear. Der Truck startet. Ich bin eingeschlafen, bitte Nachricht hinterlassen. Oh oh. Ah, oh, du dreckiger, elender. Nichts. Ja, hier gibt's nichts zu sehen. Das halte ich zwar für eine Lüge, aber wir gucken mal. Ich glaube, hier gibt es wirklich nichts zu sehen. Okay, hier gibt es nichts zu sehen. Dann gehen wir mal Richtung Mission. Wow! Könntest du? Bitte? Danke. Munition. Kann ich mich dahinter auch verstecken? Ja, kann ich. Okay. Könnte mir vorstellen... Auszuschalten wäre erstmal ganz hilfreich. Deswegen drücke ich jetzt einfach mal die falsche Taste. Dann lass mich halb niedermachen. Da lang. Und dann den erstmal kaputt machen. Convenient Barrel Factory. Okay, Danger No Entry. Was ist das? Was ist da? Ich bin hier wahrscheinlich falsch, aber ich gucke mich halt trotzdem mal um. Okay. Ich will da oben hin. Da oben ist, wo ich hin will. Befreie den Häftling und...
prügle dich durch Geschütztürme. Bombs. Dadurch. Mach den Soldaten kalt und schnapp dir seine Granaten. Ja, das ist kein Ding für mich. Alter. Nimm die Granaten. Der hat mich fast platt gemacht. Wähle die Granaten aus, indem du RB drückst. Okay. Klau den GP Jacko. Womm. Ah ja. Achtung, noch mehr Soldaten. Ja, ehrlich. Das hätte ich kaum mitgekriegt, hättest du mir das jetzt nicht gesagt. Hilfe. Da ist Energie. Ich will nicht. Ich will nicht. Lass mich am Leben. Lass mich am Leben. Lass mich am Leben. Ich geb dir auf den Kopf. So. Wow, 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 wow. Wow, wow. So, wo ist der nächste? Oh, da ist der nächste. Da ist der nächste. Da ist noch ein Elender. Okay, darf ich jetzt den Wagen klauen? Der Gefangene ist da drin, spreng die Tür auf und hol ihn raus. Spreng den Eingang frei. Ich vermute mal, ich muss da oben lang. Ist nur so ein Gefühl. Mach euch platt. Ich sagte, ich mach euch platt. Muss das leider nochmal korrigieren. So. Du bist immer noch, was soll das? Lass dich von mir platt machen. Ach, das ist wieder so ein Schuss. Okay. Ah, das hätte man mir auch einfach sagen können. Los, 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 los. Raus da. Dann einmal. Wops. Jetzt gehen wir hier Leben retten. Nachdem wir wieder auf die Waffe sind. Und dann ein wenig Chaos. Und dann das Help. Muss ich das auch wieder aufsprengen? So viel Sprengarbeit. Bring ihn zum Helikopter. Okay. Komm mit, Kollege. Lauf zum Helikopter. Oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich weiß echt nicht, ob ich das hinkriege. Aber es sieht so aus, als hätten wir das problemlos gemeistert. Schmuggelkommando, Stufe 4, Helikopterabschuss. Bionic Arm. Ja, nee, ich Bionic Commando dich gleich auch weg. Du bist am Drücker, du Schwachkopf, du bist verhaftet. Ich denke nicht. Besiege den Bionicop. Ah, ich verstehe. Ich habe verstanden. Ist okay. Boof! Ahoi! Mage Ali. Nein, das ist... Ich habe mich weggeschlichen. Ah, er ist in der Kiste. Jetzt holen wir uns diesen Flux-Kombobulator. Mit wir meine ich dich. Okay. Schieß auf die Bedienungsfelder. Okay. Wow, wow, wow. Könntet ihr das bitte sein? Ach, ich muss beide auch noch kaputt machen. So. Schieß die Tür auf. Ich hoffe, ich kann sie auch aufschießen. So, los. Das ist uncool. Das ist echt gerade ein wenig viel. Aber was habe ich erwartet? Yeses. Danke. Energie. Oh, ficken. Okay, wie mache ich das denn jetzt am geschicktesten? Erstmal wieder die beiden Geschütztürme. Dann den Kerl da, weil der mir ziemlich auf den Keks geht. Hoffen, dass ich die richtige... Autsch! Erst erwische und dann die andere und dann die Tür und dann ganz schnell weg hier. Denn das sieht aus, als wäre das der letzte Raum, denn da oben geht's nicht weiter. Dankeschön! Ich habe den Flux-Kombobulator gefunden. Gute Arbeit! Oh, jawohl!